Ja, meine Freunde, wie man es da am Start für euch begrüßt, eine neue Folge Road to Master. Diesmal wieder mal, was heißt diesmal? Wieder mal gegen einen Japaner. Heracross, oh Gott, Heracross, Venusaur, Dragoran, Mamoswine, Aegislash und Zaplarang. Ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch liest. 1, 2, 3, 4 Vorschwächen. Intel wäre schon mal auf alle Fälle ganz gut. Aber Tenso ist nicht schlecht. Auf alle Fälle sehr, sehr viel. Wir lieben mit Torekiss, nehmen wir Tenso mit. Und haben eine Nachrichtenbotte. Was nehmen wir noch mit? Und das auch Ende wäre auch ganz gut. Okay, im Ende noch mit. Sei es halt rum. Schauen wir mal, was der Tag heute bringt. Einen wunderschönen Samstag wünsche ich euch. Ja, es steht derzeit 36-40. Ich hoffe inständig, dass es bald mal ins Positive umschlägt bei uns hier. Das muss nämlich nicht sein, dass wir hier noch in der zweiten Staffel Road to Master dann mit einem negativen Vorgeschmack aus der ersten reingehen. Muss nicht sein. Und ja, unser Gegner hat scheinbar keine Lust, irgendwie seine Pokémon rauszusuchen. Oh doch, jetzt hat er es geschafft. Er muss wahrscheinlich erstmal kalkulieren, was er mitnehmen wird. Wenn ich mich jetzt nicht recht täusche, müssen wir jetzt die letzte Septemberwoche haben. Wir haben jetzt die letzte volle Septemberwoche, also wir müssen heute den 27. Nacht haben. Wenn ich mich jetzt nicht verkalkuliere. Das passt mir irgendwie gar nicht. Das passt mir jetzt irgendwie gar nicht mal so in den Kram. Allgemein passt mir dieses ganze Mammuswein-Viech nicht in den Kram. Aber was wäre? Torekiss, ich liebe dich. Aegislash. Halt mal. Nee. Ach komm, überlebst bitte. Scheiße. Ich hab das Vieh, wenn das Vieh gekauft ist, bin ich am Arsch. Dann bin ich echt am Arsch. Nein! Oh, bitte irgendwas, was dann von Donnerblitz getroffen wird. Ich hab aus Versehen Donnerblitz genommen, ich Idiot. Alter, oh, die Zapfang ist aber auch cool. Schon auch gern gespielt. Wir sind schneller und auch stärker. Und hoffen einfach mal, dass Memo so nicht scarft ist. So. Letzten zwei Kämpfe, die ich jetzt aufnehmen muss. Sind schon bei einer Stunde 55 Minuten Videomaterial. Sehr schön, Zapfahren weg. Ach, komm schon wenigstens. Also eigentlich würde es ja unentschieden stehen.
Denn wir haben ja zwei Disconnects gehabt, schon in der ersten Woche. Und die werden ja als Sieg gezählt für mich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt sage, okay, wir nehmen die zwei Disconnects jetzt noch mit rein. Oder nicht. Das überlege ich mir dann heute am Ende der Folge noch. Kann es passieren, wenn wir jetzt zehnmal gewinnen, steht es unentschieden. Ich gehe wieder mit 0-0 raus, also mit 40 zu 40. Das ist natürlich perfekt. Ich habe so Schiss, dass ich es kaufen muss. Oh Gott. Gott sei Dank. Printer Iggy Slash. Dragoran. Wie war es noch Donnerblitz und dann habe ich Eis. Vergesst's. Das hat ihr Swordfest. Ich muss jetzt irgendwie, ich muss ohne Mist. Das Härteste, was ich habe, ist Flammenblitz. Flammenblitz drauf und hoffen, dass es tötet. Tötet, tötet, tötet. Natürlich nicht. Das kriegt mich down. Ich wette mit euch, das kriegt mich down. Und? Oh, das Turbo-Tempo. Wetten, dass Turbo-Tempo hat. Oh, Scheiße. Scheiße! Fuck it, ey! 36 zu. Halt. Doch. Zu 41. Halt. Hä? So. 41 und es geht noch eine Zeit wieder runter. 36 zu 41. Nein, ich möchte nicht speichern. Das war gerade assi. Das war gerade richtig assi. Ich möchte weiter machen. Ja. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber wir werden die Kämpfe jetzt. Also, ich sag's einfach mal so, wie es ist. Ich werde die Kämpfe. Mitzählen, damit auch angezeigt wird 30 Siege und 31 Niederlagen. Also ich zähle zum Schluss jetzt, zum Schluss dieser Woche die zwei Kämpfe, die wir, also die wir durch Disconnect dazu gekriegt haben, auch mit dazu, zählt halt auch mit als Sieg in dem Sinne. Und ich denke mal, da tue ich auch niemand irgendwas zu Unrecht oder so. Wenn die Gegner halt disconnecten, dann ist es halt so. Oh, ein sehr schönes Team. Wir kämpfen heute oder jetzt gegen ein Magneso, gegen ein Panferno, Felinara. Grifferdelis ist das, glaube ich. Dann gegen Lucario und gegen Milotic. Ich würde auf alle Fälle gerne, sehr, sehr gerne Roserot Elite spielen. Tensu und Entei mitnehmen. Das sind eigentlich schon mal so schlecht. Tensu kriegt eigentlich fast alles in dem Team down. Gucken wir mal. Schauen wir mal. Hoffen wir mal, dass es klappt. Den nächsten letzten Kampf diese Woche noch gewinnen. Das war schön. Das wäre so schön. Na komm, jetzt wähl deine Pokémon aus. Oh, ich mag das immer, wenn die immer so lange brauchen, ey. So. Felinara. Jetzt sind wir doch mit unserem Roserot sehr, sehr gut gefahren.
Pflanzen-Pokémon hat noch, glaube ich, keins drin im Team. Deswegen gehen auf alle Fälle erstmal auf Staubbruder. So dass egal was reinkommt, es auf alle Fälle eingeschläfert wird. Wird zurückgerufen. Okay. Das ist nicht viel, das geht noch. Das geht noch, das geht noch, das geht noch, das kann man noch essen. Wir gehen auf einen Donnerblitz. Und scouten erstmal, was kommt. Fenerer. Mattler. Schön, schön. Erstmal schön Damage gemacht. Jetzt gehen wir auf den Voltswitch und gehen in den Endteil. Ja, in Endteil, genau. Und fangen erstmal den Schlag ab von Fenara. Dann gucken wir mal, was dieses Griffedelis für Spezialangriff hat und für Verteidigungswerte. Mach ruhig deinen Gedanken gut. Wird dann nicht viel nützen, mehr guter. Verteidigung 60. Einfach ins Turbo-Tempo. Schlag mich jetzt ins Turbo-Tempo. Ich guck einfach mal, ob das bringt. In dem Sinne schon. Ich lade nochmal hier. Wird zurückgerufen. Zumindest den Eisstrahl eigentlich locker abfedern können. Hoffe ich. Drachenrute. Okay. Oh, ich weiß, wie gammelt das ist. Mir tut so eine Steinkante weh mit dem Ballband. Tja, meine Gute oder mein Gutherr, misspredicted, hä? Würde ich sagen, misspredicted. Tot. Yes! Yes, Milotic ist tot. Größte Problem ist schon mal weg. Jetzt kommt Griffedelis, fünf Dingens, genau. Und wir haben gewonnen. Wir haben den letzten Kampf des Tages gewonnen. Es steht jetzt insgesamt 37 zu 41. So.
Anbetracht dessen, dass ich ja gesagt habe, ich werde die zwei Siege, die uns durch die Disconnects zugerechnet wurden, mit dazu nehmen, steht es jetzt am Ende der Woche 39 zu 41. Ich schreibe jetzt noch schnell für nächste Woche ein. So. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, was ich da spielen werde. Kann passieren, dass ich da mal Monotyp-Team spiele die ganze Woche. Und lasst euch einfach überraschen, was kommt. Danke für euren Support. Ich bin Rimon und ihr seid die Besten. Bis dahin, haut rein und ciao.